Moin, moin Leute und herzlich willkommen zurück zur wöchentlichen Schatzkammeröffnung. Letzte Woche habe ich doch dann tatsächlich mal den Erfolg Spitzenreiter Razageth, die Sturmfresserin, erlangt. Aber ich habe nach wie vor keine Gilde, also bin da nur in so einem Eintages-Raid unterwegs. Und ja, den haben wir jetzt gelegt, das ist doch schön. Und ansonsten würde ich sagen, geh mal rein in die Schatzkammer. Letzte Woche war ich ein bisschen faul und habe nur 4 M-Plus-Keys gemacht und nicht 8 für die maximale Auswahl in der Schatzkammer. Aber das ist okay. Brauche nach wie vor noch das ein oder andere Item, zum Beispiel Handgelenke und ja, mal schauen, was drin ist, ne? Geh mal rein in die gute Schatzkammer. Beute wird erzeugt. Und wir haben hier zum einen die unterkühlten Seidenfesseln. Handgelenke 415 brauche ich nicht. Schrott. Dann haben wir Band des Sorgenträgers. Das habe ich schon mal drinne gehabt, wie man sehen kann. Habe ich schon auf 421, brauche ich auch nicht. Und zu guter Letzt haben wir hier die Mana-zerstörenden Bindungen auf 421 in der Schatzkammer. Und ja, das sind gute Armschienen auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Fast schon Biss, würde ich sagen, für den Frostmagier zumindest. Aber auch für den Feuermagier ganz gut. Und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir hier für diese wunderbaren Handgelenke. Das ist sehr, sehr glücklich. Aber gut, ist jetzt eh relativ egal langsam. Weil die Season 1 von Dragonflight ist ja so gut wie vorbei. Und ja, dann haben wir noch hier Angriff der Nokut auf 25 bekommen. Mit verstärkt platzend, explosiv und donnernd. Das ist wirklich eine absolute Heilerwoche. Wenn du einen guten Heiler hast, kannst du weit kommen. Wenn du Schmutzheiler hast, kommst du nicht so weit. Und ja, ganz, ganz schwierige Woche auf jeden Fall für die Heiler. Ansonsten würde ich sagen, sehr, sehr gute Schatzkammer für mich. Weil ich hier die Mana-zerstörenden Bindungen auf 421 bekommen habe. Und jetzt habe ich hier endlich die 420 geknackt. Let's go, das ist doch schön. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne noch ein Like da lassen. Wenn ich da nicht, schreibt mir mal gerne eure Schatzkammerbelohnungen in die Kommentare. Habt ihr auch noch ein Upgrade rausgezogen? Oder ist es euch mittlerweile egal und ihr habt die Schnauze voll von der Schmutzkammer in Dragonflight Season 1? Lasst es mich gerne wissen. Bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.